Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Ackersack und ich grüße euch herzlich zu dieser neuen kleinen feinen Manga-Review. Heute soll sich mal alles um einen Dreibänder drehen, und zwar Tale of the Demon Hands, der bei Eggman erschienen ist und von Reiji Miyajima stammt, den man hierzulande wahrscheinlich hauptsächlich von Rental Girlfriend kennt. Und ja, ich würde sagen, wir reden nicht groß um den heißen Brei, sondern fangen direkt mal an mit der Story. Es dreht sich alles um Hitatsura und dem Geheimnis rund um seine Arme. Denn das Besondere ist, man hier vielleicht auf dem Cover von Band 1 schon sieht, seine Arme sind vertauscht. Sprich, dort, wo sein linker Arm ist, ist sein rechter Arm, und wo sein rechter Arm ist, ist sein linker Arm. Gleich zu Beginn der Story lernt er zudem noch Kota kennen. Einem zunächst vermeintlich unschuldigen Mädchen, das jedoch auch das ein oder andere Geheimnis hat. Und ja, ich muss sagen, ich ging jetzt nicht mit den größten Erwartungen an Tale of the Demon Hands, weil es ist eine Ex-Reihe. Man hat es wahrscheinlich einfach geholt wegen Rental Girlfriend, weil, ne, selber Mangaka. Aber ja, ich dachte halt, gut, es ist halt Ex. Das wird schon nichts Tolles. Ist höchstens vielleicht ganz nett. Und ja, jetzt, wo ich die drei Bände gelesen habe, kann ich schon eins dazu sagen. Und zwar, warum zum Fick wurde diese Reihe bitte axed? Ohne Scheiß, Tale of the Demon Hands ist eine unfassbar gute Reihe für das, was es ist. Zum einen muss man halt einfach sagen, diese Idee mit den vertauschten Händen war was, was ich so persönlich nirgendwo schon mal zuvor gelesen hätte. Dazu halt auch noch das Ganze dann in Kombination mit dem alten Japan-Setting. Das war geil. Doch nicht nur die Ideen waren cool, auch die Characters. Zum einen Hitatsura ist einfach, finde ich, kein klassischer Hauptcharakter von so einer Shonen-Geschichte, weil man halt denken würde, ja, der ist halt so ein toller Typ in Wahrheit, nur viele mögen ihn einfach nicht, das ist alles Missverständnis. Aber man muss sagen, er hat auch dunkle Seiten an sich, also nicht so ganz gute Seiten. Das merkt man vor allem in der Backstory, die Gott sei Dank noch in den drei Bänden erzählt wurde, die halt auch irgendwo ziemlich düster, aber auch wirklich toll war. Allerdings nicht nur Hitatsura ist toll, auch die weibliche Hauptcharakterin Kota. Ich meine, wenn man sie kennenlernt, denkt man sich so am ersten Mal, ja gut, das ist jetzt die weibliche Heldin, wahrscheinlich so Damsel in Distress mäßig, und jein. Man muss sagen, sie kann natürlich nicht kämpfen, aber ich finde, sie hat für ihre Rolle überraschend viel Temperament, und sie ist wirklich liebenswürdig, aber hat halt auch teilweise, ist aber in Anführungszeichen, richtig Eier in der Hose mit ein paar Aktionen, die sie durchzieht. Und man muss die einfach mögen. Und das Beste an den beiden Charakteren ist halt auch noch die Synergie zwischen den beiden. Denn wirklich, man glaubt, man kauft ihnen ihre Freundschaft, Schrägstrich, Beziehung ab. Also diese Beziehung zwischen den beiden ist einfach unfassbar glaubhaft. Und tatsächlich, der Manga, natürlich hat der Romance, ne? Es gibt männlichen Hauptcharakter und weiblichen Hauptcharakter, natürlich ist da Romance. Und man muss sagen, für drei Bände hat das überraschend viel Progression, also wirklich, holy fuck! Es macht halt echt Laune. Und die Romance ist gut, die Synergie ist gut. Das, allein von den Charakteren her ist die Story schon geil. Und dann muss man natürlich noch sagen, die Zeichnung, denn ich dachte halt von Anfang an so, ja gut, Tale of the Demons, wird nichts Besonderes, aber zumindest wird es geile Zeichnungen haben, denn ne, es ist Reiji Miyajima, sorry. Der Name ist für mich ein Zungenbrecher schon fast. Hat einfach einen geilen Artstyle, das sieht man an Rental Girlfriend. Und ich war zwar anfangs skeptisch, weil ich mir gedacht habe, gut, sein Stil, den man halt vor allem jetzt von Romcoms kennt, von Rental Girlfriend. Ob das zu Action-Szenen und Co. passt, ich weiß nicht. Aber die Umgebung und Co. wird schon ganz geil sein. Und ohne Scheiß, ich finde Tale of the Demon Hands sieht besser aus als Rental Girlfriend. Also, holy fuckeroni. Reiji Miyajima kann wirklich gute Action-Szenen machen. Also auch ein paar schöne Doppelseiten. Zugegebenermaßen, an ein, zwei Stellen hat es noch ein bisschen geschwächelt, aber das war nichts, was man nicht hätte verbessern können folgenden Bänden. Aber wirklich, das hatte so viele geile Momente, und der Sessions, die hat tatsächlich richtig gut mit diesen Szenen funktioniert. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet, und es hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Doch ich muss natürlich auch leider Gottes ein paar Sachen kritisieren, denn ja, die Reihe ist halt ex. Dementsprechend bleibt vieles offen. Die ersten drei Bände sind so gesehen nichts weiter als
Der Beginn plus so ein bisschen der erste kleinere Arc. Mehr ist das nicht. Und das macht mich traurig. Denn leider Gottes wird dementsprechend auch dieses Geheimnis rund um seine vertauschten Hände nie geklärt. Was es damit genau auf sich hat, fast nichts ist dazu bekannt. Und das finde ich schade, weil gerade die Thematik fand ich halt echt geil. Und dann habe ich noch eine zweite Kritik, in Anführungszeichen Kritik, zum deutschen Release. Denn ja, Egmont hatte den ja jeden Monat einen Band rausgenommen, was zugegebenermaßen ziemlich cool ist, Egmont. Das könnt ihr gerne öfter machen bei so kürzeren Sachen. Aber warum zum Fick kostet diese Reihe pro Band 7,50 €? Weil, ganz ehrlich, das Papier, hier das Cover ist nicht wirklich dieses edlere, wie zum Beispiel bei Mika's Magic Market, sondern ja, halt sowas wie bei Tokyo Pop. Und dazu keinerlei Farbseiten. Normalerweise heißt 7,50 € entweder hochwertigeres Cover oder so, oder eben Farbseiten. Hier nichts von beiden. Da war ich wirklich, als ich den ersten Band bekommen habe, wirklich ein bisschen sauer. Zumal das wahrscheinlich auch den einen oder anderen jetzt abschreckt. Und ja, jetzt kommen wir halt zu einem kleinen Fazit. Und ja, ich muss sagen, Tale of the Demon Heads ist halt wirklich gut. Also klar, es ist nur der Anfang plus der erste kleinere Arc. Aber verdammt, es hat Spaß gemacht. Das Setting hatte so viel Potenzial. Ich bin sogar ehrlich, das ist jetzt wahrscheinlich eine kontroverse Meinung, aber ich fand, das hatte einen besseren Anfang als zum Beispiel Hero Academia. Und ich hätte so gern gesehen, was aus Tale of the Demon Heads noch hätte werden können, wenn das kein... Ich meine, es hätte nicht mal lang sein müssen. 10 Bände. Bis 15 Bände. Mehr nicht, das wäre ideal gewesen. Ich meine, ich sehe ein paar Sachen, wo wahrscheinlich ein bisschen kritisch wohl, weil es hatte zum Beispiel keinerlei Power-Up-Mechanik, was halt bei so Shonen-Action-Dingern immer, wenn keine neuen Techniken oder sonst dazu kommen, läuft es meistens nicht gut. Aber trotzdem, das hätte so geil werden können. Warum nur 3 Bände? Und klar, nun lässt sich halt drüber streiten. Sollte man ihn dann trotzdem empfehlen, wenn es halt sehr offen endet? Und dazu sage ich, ja, ich empfehle dieses Werk tatsächlich. Wenn einem bewusst ist, worauf man sich hier einlässt, erwartet einem bei Tale of the Demon Heads ein unfassbar guter Manga. Und ich würde so sagen, das ist einer der besten X-3-Bänder, die ich jemals gelesen habe. Und ja, meine abschließende Wertung halt jetzt, muss ich sagen, ist tatsächlich eine 7 von 10. Und ich bin auch ehrlich, wenn die Reihe länger gegangen wäre, 10 bis 15 Bände, wie gesagt, hätte das locker eine 8, wenn nicht sogar eine 9 oder 9,5 oder so werden können. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Video angekommen. Ich hoffe, euch hat diese Manga-Review zu Tale of the Demon Heads gefallen. By the way, auch geil, wie Egmont es schafft. Weil bei 3 Bänden muss natürlich beim dritten Mal die Zahl und der Schrift, der Name vom Mangaka weiß sein, also nicht mehr schwarz. Egal, wie gesagt, es ist eine tolle Reihe, gebt dem Ding eine Chance. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr euch Tale of the Demon Heads geholt? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, zumindest sollte es nichts kosten. Irgendwas wird es aber irgendwas gewaltig falsch und bleibt nicht mehr viel zu sagen. Also, danke fürs Zusehen und ciao!